ja, gleiches Problem wie mit dem anderen Video. Wir sind für den zweiten Tag, in dem ich tatsächlich mich ein bisschen mehr für ein paar Stunden an Pokémon Go rangetraut habe, leider die gesamten Aufnahmen flöten gegangen, außer dem Pokémon Go Gameplay an sich selber. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich ab und zu mal nach unten gucke und schaue, was ich da gerade fange. Und ich fange nichts anderes, außer das Arcani, eins der Arcanis. Ich werde später noch ein anderes Arcani fangen und Hammer. Einfach nur Hammer. Wenn ich überlegen muss, wie lange ich in Koblenz im Park nach Arcani, beziehungsweise nicht Arcani, sondern das ist hier ein 1193er Arcani, was ich hier gefangen habe, sondern nach Vulcanus gesucht habe, um ein Arcani zu entwickeln und dann am Ende eine schlechte Arcani-Entwicklung zu bekommen. Neben Arcanis gibt es hier unglaublich, also nicht nur Arcanis, gerade gibt es hier relativ viele Vulcanus und Arcani bin ich jetzt halt dreimal jetzt reingelaufen, einmal geflüchtet und dann, ihr seht es gleich am Ende noch, vielleicht nochmal geflüchtet, vielleicht, ne, ihr werdet es sehen. Okay, Onyx, nichts Besonderes, aber ihr habt es unten bestimmt schon gesehen, ich habe einen weiteren Eintrag im Pokédex, den ich vornehmen kann, weil ein liebes Knogger auf der Karte aufgetaucht ist und dieses Knogger nehme ich mir natürlich mit und das ist richtig geil, weil ich hätte nämlich ansonsten noch ordentlich Bonbons sammeln müssen, um eine Entwicklung machen zu können, um dieses Knogger in meinen Pokédex eintragen zu können. Es sind wieder Einträge und Einträge und Einträge. Ich meine, Arcani hatte ich zwar schon eingetragen, nehme ich aber trotzdem mit, aber mit dem Knogger sind wir bei, glaube ich, 134. Na, oh, mein Handy macht Geräusche. Ich kann ja nicht mal nachgucken, mal wie vielen wir sind, währenddessen, was da laufen ist. Manchmal sind diese Fights auch relativ heftig. Ich habe das einfach mal drin gelassen, weil manchmal muss man auch mit diesen kleinen Viechern relativ gut fighten. Und ich weiß, ihr wollt nicht, dass ich Curveballs werfe, aber eigentlich wollt ihr doch, dass ich Curveballs werfe, weil Curveballs sind toll. Ah, ein Wackler und wir haben es mitgenommen. Ihr seht es direkt im Hintergrund. Zack, da tragen wir es in den Pokédex ein. Was ist jetzt hier? Ein Rettern. Ein Rettern und ein Habitak. Also wenn man sich alleine mal San Francisco anguckt, ne? Ist schon krass, wie viele Pokestops hier einfach am Start sind. Heftig. So, ein kleines Kadabra, Abracadabra, Simsala, ja, es ist ein Kadabra, kein Simsala. Ich dachte erst auf der Karte, sehen die sich so ähnlich aus, also als ich so draufklicke, geil, 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 Simsala. Aber nein, es ist ein Kadabra, trotzdem nicht schlecht, denn Simsala habe ich schon gefangen, Kadabra habe ich auch schon, logischerweise habe ich auch schon Abra, das Simsala. In Düsseldorf random mitten in der Innenstadt gespawnt. Richtig fett. Passiert sehr, sehr selten. Da hatte ich aber gar keine Aufnahmegeräte dabei. Das habe ich einfach nur zack, zack, mitgenommen, schon im Pokédex eingetragen. Deswegen. Aber das Kadabra muss ich auf jeden Fall auch mitnehmen, dass man da mal so random reinläuft. Passiert nicht oft. Und dann Mashok. Ja, ein liebes Mashok ist mir da entgegengelaufen. Ihr seht es da schon auf der Karte. Macholus habe ich noch nicht genug. Es gibt ja diesen Macholo-Park in Düsseldorf. Leider habe ich gehört, dass sich das schon wieder ein bisschen geändert haben soll. Also es war vorher neben dem Fernsehturm dieser kleine Park, ich habe vergessen, wie er heißt, war früher ein Macholo-Park. Angeblich ist das jetzt nicht mehr so. Und deswegen nehme ich auf jeden Fall das Mashok mit. Es ist ein Eintrag in den Pokédex. Die Weiterentwicklung habe ich nämlich auch noch nicht und hätte sonst auf 125 Bomben schauen müssen. Wenn man ganz kurz reinschaue, währenddessen wir die Fang-Action da am Start haben. Na, hör auf zu hüpfen. Genau, bin ich bei 98 Macholo-Bonbons und da würde mir natürlich noch ein bisschen was fehlen. Und jetzt fehlen mir quasi nur noch zwei Bonbons und dann kann ich halt eins von meinen Mashoks entwickeln, um den Eintrag zu bekommen. Ich komme gerade nicht auf den Namen, wie heißt denn die Weiterentwicklung? Machobai natürlich, die Weiterentwicklung. Und das können wir jetzt eigentlich auch schon direkt machen, also nicht direkt machen, das werde ich jetzt nicht direkt machen, weil ich warte noch darauf, dass ich diese zwei Bonbons bekomme, weil mir die noch fehlen. Aber dann steht uns quasi der Geschichte auch nichts mehr im Weg. Und wenn ich dann so durch meinen Pokédex durchschleppe, dann klar, das Turtok. Das Turtok ist noch so ein kleines Dörnchen im Auge. Turtok wird tatsächlich noch relativ unangenehm, dass, obwohl das Turtok geht, so viele Bonbons fehlen mir nicht mehr. Was, glaube ich, unangenehm wird für mich noch zu fangen, ist, zu fangen oder zu entwickeln, ist Kaputops. Kaputops. Und das ist halt das Einzige. Aber jetzt haltet euch lieber mal fest, weil, wie ihr es schon sehen könnt, ja. Der Schweif brennt. Der Schweif brennt richtig groß. Das ist nämlich ein 1480er Galoppa. Ich glaub's nicht, ey. Ich dachte noch, geil, ich schaff's. Hier fange ich so verflucht viele brennende Pferde, dass ich meinen Galoppa zu meinem Galoppa entwickeln kann.
Denkst du, ich renne einfach in Galopper rein, ich brauche gar keine Entwicklung. Ich kann das Ding einfach so fangen. Und das machen wir nämlich jetzt auch. Das Ding hat mir einen relativ dicken Fight gegeben, deswegen habe ich mir gedacht, komm, probierst du mal den AR-Modus-Trick aus. Und das werden wir jetzt, glaube ich, jetzt nach dem... Genau, ich habe das kurz vorgespult. Ihr seht, es ist relativ häufig ausgebrochen, deswegen habe ich mir gedacht, komm, jetzt kriegst du halt nochmal fett den AR-Modus. Und da ist der AR-Modus. Und zack, einmal nur AR-Modus an und bupp, nach oben gezogen. Und dann trifft man da eigentlich relativ gut. Ein großartiger Wurf mit einem Superball. Aber wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das Ding auch nicht mit dem Superball gefangen. Es war wirklich sehr schwer zu fangen. Ja, es springt wieder raus. Und dann haben wir gedacht, gut, Mädchen, da kriegst du jetzt halt einen Hyperball. Eine Himbeere vorher natürlich, weil was mögen die denn gerne? Das sind Bären, es sind Pferde. Mögen Pferde Weizen eigentlich? Hafer sogar noch lieber. So, perfekt. Drei Wackler, oder? Ja, klasse, da kommen die Sterne raus und das ist ein weiterer Eintrag im Pokédex. Also tatsächlich, der Tag gestern war ziemlich geil, ich habe auch geile Aufnahmen gemacht, nur leider, wie ihr schon mitbekommen habt, ist meine SD-Karte leider abgeraucht und deswegen sind die ganzen Sachen weg, außer die Sachen, die ich halt aufs Handy aufgenommen habe. Galoppa 1480 mit Schlagbohrer und Fußkick. Ja, man könnte es auch Hufkick nennen. Und da ist das Macholok, von dem ich... Maschok, was laber ich da? Zu viele Machi, Macho, Mochumus. Maschok natürlich, das 1000, was steht da? 1190? Ich glaube schon, 1090? Vielleicht ist es auch nur 1090, auf jeden Fall ist es über 1000, das Maschok, was wir da fangen. Da steht es, ich konnte es nicht lesen. Auf jeden Fall nehmen wir das mit und ich warte eigentlich nur darauf, dass die Szene sich ändert, weil... Ja, gefangen, weil... Ich gehe nach Hause. Macht's gut. Als ich das gesehen habe, ne? Als ich gesehen habe, dass da einfach ein Arcani mit 1899 vor mir steht und denkt mir so, ey... Was zur Hölle? 1000? Ich zeige euch jetzt den gesamten Kampf zwischen mir und diesem Arcani. Ihr müsst euch die Folgesituation vorstellen. Ich habe das so perfekt gefilmt, hatte meine Brusttasche hier, mein Handy in der Hand und die Vlogging-Kamera so, halt das irgendwie fest, denke mir so, Alter, 4%, ich bei 10% Akku angefangen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr die Handyaufnahme anhabt am iPhone, zieht das unglaublich viel Akku. Wenn ihr Pokémon Go anhabt, zieht das ungefähr unglaublich viel Akku. Und wenn ihr gleichzeitig bei Pokémon Go dann irgendwelche Programme im Hintergrund, unnormal, wie viel Akku das zieht. Gerade diese Bildschirmaufnahme. Und dann geht der Akku runter von 10%, geht das rasant. Und ich denke mir so, okay, wo ist meine Powerbank? Meine Powerbank war hier drinne. Das heißt, ich musste schnell genug an meine Powerbank, das Kabel raus, Handy dran, damit mir fast noch die Kamera, die ich dann mittel auf so eine Brüstung gestellt habe, das war in der Plaza, irgendwo in der Stadt von San Diego. Und ich denke mir so, okay, schiebst du das Ding nach hinten. Außerdem, keine Hyperbälle. Ich werfe nur Superbälle, weil meine Hyperbälle alle schon weg sind. An das Galoppa ist, glaube ich, der letzte Hyperball weg, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann nur noch Superbälle gehabt. Und dann geht halt die Superballzahl geht runter. Und denke mir so, okay, fuck. Ich muss das Ding mitnehmen. Und irgendwie muss ich dann halt mein Handy anstecken, gleichzeitig noch die Kamera festhalten, dass sie nicht runterfällt. Und dann irgendwie so, was passiert hier? Ich glaube, man sieht auch gleich, dass die Akkuanzeige runtergeht. Ich kann euch das vielleicht auch einfach mal reinschneiden. Ich weiß gar nicht, ob man das... Nee, das kann man gar nicht sehen. Auf jeden Fall krankster Scheiß von allen. Ihr seht's, dann geht auch noch meine Bildschirmhelligkeit runter und ich muss das Game neu starten. Nämlich schon so, alles klar, bitte hau nicht ab. Und, aber, genug Gelaber. Wir sind runter auf, ich glaube, 5 Superbälle. Das heißt, ich habe da zwischendurch nochmal 10 Stück, nochmal 5 Stück draufgeworfen und das wollte es nicht nehmen. Und der hat mir so, ey, niemals fange ich das Ding mit einem Superball. Und dann, ey, komm, ich muss doch einfach weiterhin werfen. Werf dann irgendwann einfach auch nur Scheiße und denke mir so, okay, es muss irgendwie klappen. Der Kreis ist richtig schön klein. Denke mir so, okay, wenn das bei diesem Superball jetzt nicht drinne bleibt, bleibt es nicht. Okay, es geht sehr, sehr, sehr dem Ende entgegen, wie ihr seht. Meine Superbälle werden immer geringer und dann ein Wackler, zwei Wackler und der dritte Wackler. Boah, Leute, als das letzte Mal so und ich denke mir so, ich konnte richtig dieses, auch wenn ich das Geräusch nicht höre, so kling und dann war es drin. Dann habe ich ihn 1000, mit Dampfwalze übrigens, mit 1000
899er Akani gefangen.